So. Gut ist, was sind wir da? Der nächste bitte. So, wenn es bitte blau sitzt schon. Hauptmann, na Moment, ich bin gleich bei Ihnen, ich finde da schnell mal Zettel aus, gell? Hauptmann Markus, Beruf Lehrer. Diagnose? Naja, Lehrer. Ne? Beschwerden? Schüler? Burnout kann es ja nicht sein. Ne? Therapie? Na, Ferien. Dreimal eine Woche wöchentlich. Gut, was brauchen wir denn? Ah, ich brauche einen Krankenstand. Gut, Inflopene dreimal am Tag. Na, Moment, warum geht's eigentlich? Ich habe Kreuzweh. Aha, wieso? Welche Klasse unterrichten Sie denn? Volksschule. Vierte. Volksschule? Mein Bub geht auch gerade in die vierte Volksschule. Der hat einen irrsinnigen Vollkoffer als Lehrer. Die sagen immer, warte, wie sagen sie zu ihrem? Eierschädel, der hat nämlich so einen... Ne? Fast so lustig wie der Junior, der ja Papa, muss man wirklich sagen. Ne? Na, sie sind da Eier. Na, Kreuzschmerzen, ja, das muss ja fürchten, das fürchterlich. Da, ja, ja. Da werden wir was, na, da machen wir was. Ja, ja, da bin ich mir sicher. Ja, Mexalen, dreimal am Tag. Nicht? Ich wollte eh auch schon zu Ihnen wegen meinem Buben, den Niklas. Wegen dem Gymnasium. Gymnasium, da schon her. Ja, wissen Sie, er braucht ja lauter eins, er soll ja mal die Ordination übernehmen, nicht? Ja. Wieso steigen Sie um auf Pediküre? Und wegen diesen Dreier, ich meine, können wir denen nicht was drehen? Nicht? Ich meine, kann man es ein Dreier hinzeichnen? Ich meine, muss das sein. Schön, dass Sie das ansprechen, Herr Primat. Passen Sie auf. Aufgabenstellung an die Klasse. Wir zeichnen unsere Frau Direktor. Ja. Lösung Mader Junior. Ja. Ja, also anatomisch ist das korrekt ausgeführt. Der Kopf ist oben, die Extremitäten sind vorhanden. Leichter Ansatz einer Skoliose. Die Mamme ist überproportional entwickelt. Wer ist entwickelt? Die Quasteln. Ach so, ja, verstehe, okay. Die Quasteln. Ja, ja. Naja, aber jetzt ganz ehrlich, Herr Primat, kennen Sie unsere Frau Direktor? Die ist von so einem Körper ein paar Kilometer weit entfernt, wirklich. So schaut die maximal aus, wenn der Wursack bei der OP angesoffen war, definitiv. Ja. Naja, also anatomisch ist die vielleicht nicht ganz im Korrekten. Ja, aber der Weg, den Dreier zu umschiffen, der führte halt dann doch ein bisschen über den Krankenstand, machen wir so 3 Wochen vielleicht. Dann habe ich urlang Zeit, mir dieses wunderschöne Kunstwerk noch näher zu betrachten. Das ist wirklich herrlich. Ja. Jens, ich kann Ihnen keine 3 Wochen Krankenstand gegen wegen ein bisschen einen unproportionierten Vorbau. Nein, hinten tut es mir weh. Da tut es weh. Aber schauen Sie mal, Herr Primat, schauen Sie mal, wenn das Licht von da drüben kommt, von der Farbgebung her, ist das doch eher, würde ich sagen, genügend. Hm? Naja, okay. Ganz ehrlich, wegen diesem Fenstertag. Schauen Sie mal da um, ein Fenstertag ist ein Dienstag und wir am Montag aus irgendwelchen Gründen nicht schulautonom. Weiß ich nicht, da merke ich schon, wie Sie jetzt gerade da hinten so ein bisschen, weißt, zum Ziehen auf. Schauen Sie mal. Von der Perspektive, so von unten ein bisschen, wenn Sie da so hinschauen, schaut eigentlich doch eher mehr so nach nicht genügend. Na, warten Sie, da dürfen wir jetzt nichts, da müssen wir jetzt vorsichtig sein. Ja, ja, lassen Sie mal schauen, Herzkreislauf. Das sind ja mindestens 2 Wochen. 2 Wochen machen wir da. Dann lassen Sie mal den Stützapparat kontrollieren. So, na, Entschuldigung, allein wie Sie da sitzen. Der B2 ist ja komplett verschoben. Wenn wir das sind nochmal zwei Wochen noch einmal. Dann strecken Sie mal die Zunge raus, bitte. So, aha, ja, Augen so. Oh, das ist ein leichter Ansatz von Hepatitis. Das sind nur einmal, das sind wir summa summarum sind wir da auf 6 Wochen und eine Kur werden wir machen. Ja. Ich habe ja gewusst, Herr Primat, Sie sind eine Koryphäe. Ja, ja. Und Ihr Sohn, hochbegabt. Wow. Hochbegabt. Zweiter Picasso, würde ich sagen.
Wirklich, der ist so. Darf ich mir das Bild aufheben? Das ist sicher mal viel Geld wert. Ja, natürlich. Also ich glaube, so unterschiedlich sind wir ja dann doch nicht, ne? Nein, Ärzte und Lehrer. Das ist quasi die Akademiker unter sich. Ich freue mich schon auf das schöne Zeugnis. Gell? Wiederschauen, Herr Primat, wiederschauen. Und apropos, wegen den Dreier in Turnen, da reden wir dann noch, mein Krankenstand. Gell? Wiederschauen.